In den Sitzungen 1 bis 3 haben wir uns ausführlich mit dem Phänomen Schlaf, den psychologischen und organischen Schlafstörungen beschäftigt. Außerdem haben Sie in der 4. Sitzung eine Anleitung zum Umgang mit den Fragebögen und Selbstbeobachtungsinstrumenten dieses Präventionsprogramms bekommen. In der heutigen 5. Sitzung erläutere ich Ihnen die Hintergründe zu den wichtigsten wissenschaftlich gut untersuchten Regeln zur Verbesserung Ihres Schlafs. Sollte es Ihnen nach und nach gelingen, alle 4 Regeln gleichzeitig in Ihrem Alltag umzusetzen, so dauert es etwa 4 bis 8 Wochen, bis sich diese Investition für Sie in einem deutlich gebesserten Nachtschlaf zeigt. Dass das gelingt, davon bin ich aufgrund meiner langjährigen Erfahrung mit meinen Patienten im Klinikalltag überzeugt. Nun ist es an Ihnen, sich informieren und motivieren zu lassen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung. Die Regulation eines gesunden Schlafs wird über unterschiedliche Hirnstrukturen und auch über das Schlafhormon Melatonin gesteuert. Körperliche Aktivität und das Sonnenlicht sind weitere Zutaten für eine gute Nacht. Der Pharmakologe Alexander Borbély entwickelte an der Universität Zürich 1982 aus den Kenntnissen über die Regulation des Schlaf-Wach-Rhythmus sein 2-Prozess-Modell der Schlafregulation. Hiernach spielen für einen erholsamen Nachtschlaf das geordnete Zusammenspiel zwischen dem zirkadianen Rhythmus auf der einen Seite und dem Schlafdruck auf der anderen Seite eine wesentliche Rolle. Während der zirkadiane Rhythmus die körperlichen Vorgänge beschreibt, die sich über einen Zeitraum von ungefähr 24 Stunden der Länge eines Tages anpassen, schreibt der Schlafdruck in etwa die Schläfrigkeit, die sich als Ergebnis von körperlicher Bewegung und geistiger Aktivität über den Tag zum Abend hin aufbaut. Für den zirkadianen Rhythmus spielt der Wechsel von Tag und Nacht, von Licht und Dunkelheit eine wesentliche Rolle, da unsere innere Uhr über den Lichtanfall durch die Augen quasi gestellt wird. Fällt nämlich morgens Sonnenlicht über das Auge auf die Netzhaut, so aktiviert das einen wichtigen Nervenknoten im Mittelhirn, den suprachiasmatischen Nukleus, der wiederum eine Hormondrüse, die Zirbeldrüse, anweist, kein Melatonin mehr ins Blut auszuschütten.